Ich bin so hungrig. Warum will mir niemand was zu essen geben? Niemand? Wir sind doch schon da. Was hältst du von der Creme? Vielleicht Brokkoli? Oder Schokolade? Was zum Teufel ist das für ein Zeug? Füttert mich richtig! Jetzt sofort! Oh, das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Koch-Challenge. Ja, und wir beginnen mit einem gegrillten Hähnchen an. Ah, das schaffe ich doch. Natürlich. Hähnchen? Wie kocht man das überhaupt? Ist ja richtig schleimig und eklig. Warte! Was machst du denn da? Du kannst doch mit den Zutaten nicht so umgehen. Mann, Mann, Mann. Oh, Oma, komm schon. Und überhaupt, wozu etwas kochen, wenn man einfach alles bestellen kann? Hier, ich kann einfach KFC bestellen. Oh, vielen lieben Dank. Oh, ich glaube, niemand wird was bemerken, wenn ich ein Stück probiere. Das ist einfach zu gut. Und ich werde das Hühnchen nach meinem Spezialrezept zubereiten. Zuerst brauchen wir genug Sojasauce. Danach rolle ich alles in Alufolie ein. Und dann stecke ich es in den Ofen. Einfach so. Guter Treffer. Ah, perfekt. Jetzt brauche ich eine Wassermelone. Eine Wassermelone? Ja, ja, ganz genau. Eine Wassermelone. Aber das Fruchtfleisch muss ich loswerden. Glaubt mir, das ist ein richtig gutes Rezept. Hey, Chefkoch, was machst du denn da? Ich brauche die ganze Wassermelone nicht. Oh je. Wassermelone, voll cool. What? Also, mein Hähnchen ist fertig. Jetzt lege ich mein Hühnchen in die Wassermelone. Mal sehen, was Sophie dazu sagen wird. Ah, ihr seid schon fertig? Oh nein. Und ich habe aus Versehen alles aufgegessen. Naja. Passiert. Sophie, du kannst die Knochen haben. Mal sehen. Wer hat hier was zubereitet? Eine Wassermelone? Oh, die Oma. Ich liebe dein Rezept. Was? Sowas habe ich nicht erwartet. Oh, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich will nicht an den Knochen knabbern. Was soll ich denn mit der Wassermelone anfangen? Ich verzichte. Oh nein, mein leckeres Hühnchen. Aber das Hähnchen von meiner Großmutter, oh, da kann ich nicht nein sagen. Riecht einfach köstlich. Wie saftig. Oh ja, das ist der klare Gewinner unserer heutigen Challenge. Oh, wie cool ist das denn? Ich habe so viele Jahre nicht umsonst trainiert. Diesmal wünsche ich mir Waffeln. Könnt ihr mir welche machen? Waffeln? Natürlich doch. Ich habe kürzlich gelernt, wie man ein professionelles Waffeleisen benutzt. Die fertige Mischung kommt einfach rein. Fertige Mischung in Weiß. Viel zu langweilig. Ich mache bunte Waffeln aus bunten Mischungen. Bunte Mischung ist eine coole Idee. Aber ich habe auch eine tolle Idee. Ich mache ein paar Kaugummi-Waffeln. Ich bin mir sicher, das wird mega lecker. Ich weiß ja nicht, was aus dem Kaugummi entstehen wird. Aber meine Waffel ist bereits fertig. Oh, ganz schön. Oh, ganz schön heiß. Jetzt geht's an die Zutaten. Die lege ich alle auf die Waffel. Noch eine zweite Waffel drüber und wir sind fertig. Oma, das ist doch viel zu langweilig. Schau mal her. Das Essen muss nicht nur lecker sein, sondern auch noch hübsch.
Ich habe einen schönen Regenbogen im Himmel gemacht. Ich mache die Wolken aus Schlagsahne, darüber kommen noch ein paar bunte Streusel und fertig. Oh, Oma, was für ein lustiges Sandwich. Oh, schaut mal. Das Ding mit dem Kaugummi hat funktioniert. Jetzt muss ich die Waffeln noch verzieren. Mit Schlagsahne, Gummibärchen, Kaugummi und ein paar bunten Streuseln. Fertig. Sophie, du kannst den Gewinner küren. Wow, das sieht ja alles richtig appetitlich aus. Wahnsinn. Zuerst probiere ich diesen Regenbogen vom Chefkoch. Richtig lecker. Und ich mag die Idee total. Und jetzt probiere ich diese komplette Mahlzeit von meiner Oma. Richtig deftig und lecker. Wow, ich bin schon richtig gespannt. Fantastisch, eine Waffel aus Kaugummi. Oh, richtig süß. Und die Kaugummiblase ist toll. Das ist der Gewinner. Ich habe gewonnen. Hurra, hurra, hurra. Danke, Sophie. Jetzt wünsche ich mir ein Dessert. Oh, was für ein schönes Bild. Natürlich machen wir dir ein Eis. Klar, aber zuerst mache ich meine eigene Waffel. Ja, ja, schon wieder. Und ich bin schon fast fertig. Ich habe Milch in die Schüssel gegeben. Jetzt kommt da noch ein Ei rein. Super. Wozu brauche ich denn den ganzen Unsinn? Ich bestelle lieber ein Eis. Ich meine, sowas Leckeres kann ich doch eh nicht machen. Tada, da ist mein Lieblingseis von Baskin Robbins. Ich bin fertig. Oh, wie lecker. Aber mit Omas Beeren wird das noch leckerer. Ich nehme sie mir einfach. Schaut euch diese Schönheit an. Meine Waffel ist fertig. Ich falte sie in eine spezielle Form. Jetzt fülle ich sie mit Sahne und mit Vanilleeis. Oh, was ist das denn? Da stiehlt ja jemand. Wobei, ich könnte einfach mitmachen. Was macht ihr denn da? Das sind doch meine Früchte und Beeren. Soll das ein Witz sein? Habe ich jetzt nur noch diese Gurke hier übrig? Ihr habt mich wütend gemacht. Na, wie auch immer. Dann mache ich eben meinen Nachtisch lecker und gesund. Gurkeneis. Das ist ein Hit unter gesunder Ernährung. Hoffentlich wird das Sophie gefallen. Oh, da kommt noch ein bisschen Dill dazu. Und noch ein Gürkchen. Sophie, lass es dir schmecken. Das sieht ja alles schön aus. Alles außer dem hier. Ist das etwa ein Gurkeneis? Ja, probier es sofort. Na okay, wie du meinst. Das ist ja eklig. Ich kann das nicht essen. Haha, Oma. Du mit deinen Experimenten. Oh, das Eis von Miley sieht ja toll aus. Probieren wir mal. Lecker. Und jetzt probiere ich noch das Eis vom Chefkoch. Oh, das zergeht nur so auf der Zunge. Fantastisch. Oh ja, das ist nicht einfach nur ein Eis, das ist ein echtes Dessert. Ich krieg einfach nicht genug davon. Du hast gewonnen, Chefkoch. Ja, na endlich. Das ist ein fairer Sieg.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.